Winnetou ist froh, wieder bei seinen Brüdern und Schwestern zu sein. Winnetou, du hast lange gebraucht. Es war ein langer Weg bis Santa Fe, aber er hat sich gelohnt. Und was hat Winnetou erreicht? Es war nicht leicht, die Bleichgesichter zu überzeugen in Chuchuna. Aber sie haben eingesehen, dass auch die Apachen ein Recht dazu haben, endlich wieder ein leckeres Bier zu trinken. Und nicht immer nur dieses Warston und Grävenston der Durstibande. Deshalb gibt es ab sofort in allen Saloons und Stores des ganzen Wilden Westens Krombacher Pilz. In Chuchuna natürlich auch Krombacher alkoholfrei. Old Fritschhand grüßt die tapferen Krieger der Apachen. Old Fritschhand, schön, dich mal wieder an unseren Wigwams zu sehen. Was führt dich zu uns? Winnetou weiß, dass die Eisenbahner jedes Jahr auf eurem Gebiet die Tote Hoffnung durchführen. Und jetzt möchte Old Fritschhand fragen, ob ihr unsere Jagdgebiete durchqueren könnt. Ja, Winnetou, das ist so. Old Fritschhand und alle Eisenbahner sind unsere Freunde. Es ist uns eine große Ehre, euch in unseren Jagdgründen begrüßen zu können und euch bei euren guten Taten zu helfen. Danke, Winnetou. Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Eisenbahnern diese freudige Nachricht überbrücken. Ich möchte nur wissen, wie ich denen Anstand und Kultur beibringen soll. So, das wär's für heute. Moment mal, Jungs. Da hat's wieder ausgesehen, wie bei Hempels unterm Sofa. Also das kostet $1 für das Saloon-Orchester pro Mann. Und das nächste Mal kommt noch $1 für das Apollo-Theater dazu. Mir wieder einen Hosenknopf reingeworfen. Ist ja unglaublich. Na gut. Jungs, was wollt ihr trinken? Eigentlich würde ich ja gerne ein leckeres Pilz trinken. Aber bloß kein Warstone oder Grävenstone. Na gut, bringen uns ein Glas Wasser. Wasser? In Ordnung, Mr. Hawkins. Oh, da kommt ja schon die Postkutsche. Hallo, Ryan! Hallo! Kein Whisky heute? Aber klar doch. So, jetzt muss ich aber los. Ich muss mich doch um mein neues Museum kümmern. In der Telegrafenstation. Kitty wird mich wunderbar vertreten. Hier, die Post. Da ist ein Brief bei. Für einen Mr. Hawkins. Das bin ich. Gib her. Oh. Ein richtiger Brief. Für mich. Scheint wichtig zu sein.
Kann ich euch helfen, Mr. Hawkins, Sam Hawkins. Wenn ihr lesen könnt, Mr. Pity Mountain. Und lesen, ich will es doch hoffen. Vielleicht könnt ihr mir ein wenig aus der Klemme helfen. Diese Greenhörner brauchen ja nicht zu wissen, dass ich nicht lesen kann. Na, was steht denn da drin? Oh, das ist ein Brief vom Gouverneur persönlich. Und was drin steht, das kann ich euch erzählen. Mein Name ist Pity Mountain, wie gesagt. Und wir von der Krombacher Brauerei, die Vertriebsmannschaft, wir wollen endlich die 5 Millionen Hektoliter Grenze knacken. Und die Durstibande versucht zu verhindern, dass wir in allen Stores und allen Saloons im Westen zum Ausschank kommen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Winnetou ist da ganz meiner Meinung. Winnetou und ich waren beim Gouverneur. Wir haben uns geeinigt. Und ab sofort wird wieder in allen Saloons und allen Stores im Westen Krombacher Pilz zum Ausschank kommen. Und die erste Fuhre für Babsis Saloon habe ich dabei. Ladet ab, Jungs. Der Gouverneur bittet euch in diesem Brief, uns von Krombacher zu helfen, damit wir endlich die 5 Millionen Hektoliter Grenze knacken können. Und ein berühmter Westman wie ihr, das würde uns schon gut tun. Kann ich auf euch zählen? In Ordnung. Werden die ersten 10 Hektar alleine trinken. Nicht wahr, Jungs? Na kommt, setzt euch zu uns. Werden das Kind schon schaukeln. Apropos Kind, ich muss nach Hause. Bin gerade Vater geworden. Da warten andere Pflichten, wohlriechende Windeln und sowas. Also, so long. So long. Himmel ziehen dunkle Wolken zusammen. Eine Bande weißer Banditen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Vertrieb von Krombacher Pilz mit allen Mitteln zu verhindern. Ihr Anführer hieß Daniel Dursti. Zu der Bande gehörten weiterhin Wendelin Warstow. Gary Gravenstone. Schließlich war da noch Benjamin Bitt. Bring die Pferde weg. Hey, hey, nicht so stürmisch. Ein Warstow. Sofort, Mister. Wer ist denn hier der Boss? Ich, Sir. Ach, Mr. Hawkins. Sam Hawkins. Ich bin der neue Key Account Manager. Ich bin zuständig für alle Salons und Stores hier im Wilden Westen. Bin sozusagen der Boss hier. Gewesen. Gewesen. Gewesen? Wieso gewesen? Weil ihr hier gar nichts mehr verkaufen werdet. Im Wilden Westen gibt es ab sofort nur noch Biere von mir. Von Daniel Dursti. Na, dann wünsche ich euch viel Glück, Mr. Dursti. Können selbstverständlich bei mir weiterarbeiten. Nein. Da scheint sich ein ganz krummes Ding anzubahnen.
ist denn das? Das ist Matushako, ein Apache. Ihm gehört das ganze Gebiet hier. Das wird sich wohl bald ändern. Matushako grüßt seine weiße Schwester Kitty. Matushako, was führt dich zu mir? Die Getränkevorräte der Apachen gehen zu Ende. Und man erzählt, dass neues Krombacher Alkoholfrei hier eingetroffen ist. Natürlich. Wie viel braucht ihr? 3x24 Flaschen. In Ordnung. Hier. Wo hast du das Gold her, Rothaut? Ich habe dich etwas gefragt, Rothaut! Hey, Mr. Dursti! Shut up! Das hier ist unsere Angelegenheit. Nein. Schätze, da ist der alte Sam auch noch mit von der Partie, wenn ich mich nicht irre. Na, dann schnallt mal schön ab. Vergnügen, Mr. Dursti. Ich glaube, der spinnt. Wir müssen herausfinden, wo das Gold liegt. Hey, Kitty. Kannst du uns so einen Tipp geben? Klar, aber nicht umsonst. Ich weiß, dass die Apachen immer nach Süden reiten, wenn sie Gold holen. Ja, und dann reiten sie immer an einem Pinienwald vorbei. Genau geradeaus, bis zur Heincher Höhe. Da, der Zug, mit dem kommt Mr. Moneymaker. Er war auch bei den Vermessungen im Apachengebiet. Der kann euch bestimmt weiterhelfen. Hallo, Mr. Moneymaker! Kann ich vielleicht erstmal was zu trinken haben? War eine ziemlich trockene Fahrt. Aber selbstverständlich, Mr. Moneymaker. Ich kann Ihnen auch wieder einen Krombacher bringen. Prima. So, Jungs, ich habe eure Wochenabrechnung mitgebracht. Hey, Mr. Moneymaker, da stimmt doch was nicht. Bei mir fehlen die Überstundenzuschläge. Ich habe Tom. Doch in der vergangenen Woche an einigen Tagen mehr als 10 Stunden gearbeitet. Tom, wie oft soll ich dir noch erklären, dass bei uns die Zuschläge erst ab der 12. Stunde gezahlt werden? Das Weihnachtsgeld war auch schon geringer als im vergangenen Jahr. Wir bauen eine neue Verwaltung. Da brauchen wir jeden Dollar. Ach, Mr. Moneymaker. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Mr. Dursti. Daniel Dursti. Ach, Mr. Moneymaker, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe da noch eine Frage. Wo liegt eigentlich die Heincher Höhe? Heincher Höhe? Nie gehört. Habt ihr gehört, Jungs? Er sagt, er kennt den Berg nicht. Na, was machen wir denn da mit ihm? Aufhängen! 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 Wirklich nicht! Das kann höchstens in den Red Hair Mountains sein.
Da! Durstig! Indianer! Mit Winnetou und Old Fritschend! Sie greifen an! Verdammt! Was machen wir mit denen, Herr Lunken? Wir fesseln sie und warten auf den nächsten Zug. Der wird sie dann mit nach Denver ins Gefängnis nehmen. Sir, Durstig ist nicht dabei. Keine Bewegung! Das hätte euch wohl so gepasst, Gentlemen. Durstig erledigt man nicht so einfach nebenbei. Ihr werdet meine Leute jetzt zu mir schicken, ohne ihnen ein Haar zu krümmen. Tut, was er sagt, wir haben keine andere Chance. Und was geschieht jetzt mit Mr. Moneymaker? Ich werde ihn noch eine Weile als Geisel behalten. Aber keine Sorge. Ihr werdet ihn wiederbekommen. Nur nicht jetzt. So long, Gentlemen. War mir ein Vergnügen. Was geschieht jetzt mit Mr. Moneymaker? Solange Mr. Moneymaker lebt, fühlen Sie sich die Banditen in Sicherheit. Und das wissen Sie und werden es ausnutzen. Wir werden so lange warten, bis ein genügend großer Abstand ist. Dann werde ich Ihnen folgen. Kann Mr. Moneymaker reiten? Ich glaube nicht. Dann werde ich sofort aufbrechen. Okay. Ich werde jetzt aufbrechen. Ihr kommt zu Fuß und folgt mir zum Fresenusberg. Sam Hawkins kennt den Weg. Wie ich es mir gedacht hatte. Die Krieger sind noch nicht zurück. Denke, die Squaws werden uns gern verraten, wo das Gold der Apachen liegt. Was wollen die weißen Männer im Lager der Apachen? Hast du hier auch was zu sagen, Alter? Ich bin in Chuchuna, der Häuptling der Apachen. Der Häuptling? Na, das hätten wir ja gar nicht besser treffen können, Boys. Wir hätten gern gewusst, wo das Gold der Apachen liegt. Welches Gold? Komm, zieh dich nicht so, Alter! Wir wissen genau, dass ihr Gold habt. Eure Rothäute haben schließlich damit bezahlt. Ach. Du willst nicht mit uns zusammenarbeiten. Gib mir doch mal das Dynamit, Warstone. So. Jetzt hast du noch genau eine Minute Zeit zu reden. Dann fliegt das Pueblo mit deinen Leuten in die Luft. Also, wo ist das Gold? Im Fresenusberg. Und wo liegt er? Dort, in den Rota Mountains. Ihr müsst den Weg immer nach Norden folgen. Dann kommt ihr an eine Höhle. Das Gold liegt in einem Felsen. Ihr müsst 10 Schritte nach links gehen. Durstig! Die Indianer kommen zurück! Verflucht! Chuchuna, die
Die Frauen und Kinder der Apachen sind tot. Anabi, der Gott des Todes, hat sie unter ihre schwarzen Schwingen begraben. Matoshako, wir müssen den Mördern folgen. Wir dürfen ihnen keinen Vorsprung geben, sonst werden sie anders Unheil anrichten. Kommt! Ich glaube, dass wir jetzt hier in die Berge abbiegen müssen. Zumindest fliegen dort die Red Hair Mountains. Dann vorwärts! Auf dem Fels. Ich weiß. Sie haben Mr. Mungimeka immer noch als Geisel bei sich. Matoshako wird jetzt mit Winnetou in die Höhle gehen und versuchen, Mr. Mungimeka zu retten. In Ordnung. Meine Krieger mögen sich verbergen. Die Tramps dürfen keinen Verdacht schöpfen, wenn wir das Leben Mr. Mungimekas retten wollen. Sie müsste der Fresenius-Berg sein. Und wo liegt die Höhle? Moment. Hier, Fußspuren. Hier, der Eingang. Ich habe ihn gefunden. Das Dynamit. So, nur noch wenige Augenblicke und dann sind wir reich. Hierher, Matoshako. Verflucht, die Rothaut. Wo ist die Fackel? Die Chuchunas ist gerecht. Der Fresenusberg hat die weißen Mörder verschlungen. Hier, in diesem Tal, werden in Zukunft die Weißen und die Apachen zusammenleben und friedlich ihren Lebensunterhalt verdienen. Reiten wir! Als Mr. Moneymaker das viele Felsquellwasser sah, hüpfte sein Herz im Leide. Er öffnete zum ersten Mal freiwillig seine Tasche und verteilte alle Kronbacher Pilzflaschen, die er bei sich hatte, unter seine Leute. Denn er wusste, mit der Entdeckung einer Felsenquelle können manchmal goldene Zeiten anbrechen. Wie 1722, als die Erfolgsgeschichte der Kronbacher Brauerei ihren Anfang nahm. Das, meine Damen und Herren, war eine Aufführung der Karl-May-Festspiele Elspe mit Frau Lamprecht-Schadeberg als Salonwirtin Lamprecht. Mit Bernhard Schadeberg als Vertriebschef Pitti Mountain. Mit Erhard Fritsche als Bahnchef Old Fritsche.
mit Dr. Rolf Dörendahl als Mr. Moneymaker. Und mit dem Ensemble der Karl-May-Festspiele Elsbeth.